Hallo, liebe Freunde von Peter Bauns Keller. Mariage au Palais, das ist die Kunst des richtigen Zusammenführens von Wein und Essen, das die Franzosen so perfekt beherrschen. Hochzeit im Mund, was kann es Schöneres geben? Wir fangen in dieser losen Serie, die wir ab und zu je nach Gusto für euch aufzeichnen werden, heute an mit dem Thema Wein und Käse. Und dazu habe ich einen guten alten Freund, also alt. Bonjour, Peter. Von der Dauer unseres Zusammenseins. Ja, das ist mein Freund Markus Böhmer von der Firma Heiderbeck. Er ist erwiesener, ausgewiesener, fachkundiger Käsespezialist. Frommelier heißt es. Frommelier. Danke. Mhm. Er ist fast die Steuerleute gekommen. Von Fromage. Von Fromage. Okay, stell dich kurz vor. Ja, mein Name ist Markus Böhmer. Ich bin vom Heiderbeck Feinkost Outlet. Da bekommen Sie auch die tollen Käse, die wir heute ja präsentieren. Und Peter, sag mal was zum Wein kurz vielleicht. Ja, erste Sendung, erstes Glück, erster Versuch. Heute habe ich einen schönen Chablis ausgewählt. Chablis ist ein Name wie Donnerhall in der Welt des Weines für Weinfreunde rund um den Globus. Chablis ist bekannt für eine trockenen, mineralischen Weine, die man auch 6, 7, 8 Jahre lagern kann, liegen lassen kann im Keller. Und die Heimat des Chardonnay, dieser edlen Weißweinrebsorte, die aus dem Burgund kommt. Und Chablis ist ja nördlichstes Burgund. Liegt etwa 150 Kilometer südlich von Paris, 3000 Einwohner, aber das könnt ihr alles vergessen. Wichtig sind seine Weine, seine Grand Grüß, Premier Grüß. Und hier habe ich ein Glas, ein Bois 2018. Ja, Markus, was hast du für uns da? Ich habe dazu mitgebracht, und zwar wir testen ja immer wieder Käse und Wein in vielen schönen Abenden. Und da habe ich jetzt heute dazu den Époisse mitgebracht. Der Époisse ist ein klassischer AOP-Käse aus Frankreich, ist ein Weichkäse, 5 Wochen gereift und wird während der Reifung mit dem Marc de Bourgogne Traubentresterbrand gewaschen. Und der Époisse ist ein historischer Käse auch. Es soll der Lieblingskäse von Napoleon gewesen sein. Wunderbar. Und wir haben gemerkt, dass der Époisse und der Chablis absolut hervorragend zusammenpassen. Spannen wir uns nicht auf die Folter, genießen wir es. Erstmal ein Gläschen. Und dann. Tee. Und wir haben ja gesagt, man muss zuerst spülen, also den Mund mit Wein spülen sozusagen. Und dann diesen wunderschönen Käse. Der schön zerfließt, richtig schön. Also richtig weich. Er ist total weich und er zerfließt, richtig schön. Jetzt schauen wir, ob es zur Vermählung kommt. Markus. Ein Fest. Kann man sagen, incroyable. Parfait. Parfait. Danke dir. Santé. Santé. Und guten Appetit. Bon Appetit.